oh mein Gott, das war das Erste so. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ne? Jetzt kommt gerade die heiße Periode. Wir hatten jetzt bis jetzt nicht so ganz so gutes Wetter. Und jetzt ist ja auch noch so, dass wirklich, das muss man mitunter sagen, dass die Corona-Zahlen ja wieder steigen und jetzt müssen auch noch die Pools weg. Also das war der erste Gedanke. Ja, das macht mich mega wütend, das verletzt mich auch, das macht mich traurig, weil davon lebt irgendwie der Garten doch auch. Also klar, gibt es vielleicht Leute, die ergötzen sich nicht vielleicht gerade an Kindergeschrei. Ja, der Auslöser von diesem Schreiben war, dass wir in einigen Anlagen die Zunahme der Pools in den Gärten Ausmaße angenommen haben, die nicht mehr hinnehmbar. Und dann kamen auch teilweise Beschwerden, dass eben sehr viel Lärmbelästigung da war. Ja, ganz ehrlich, wir haben echt gedacht, uns trifft ein Pferd. Weil es kann bei so einem Wetter kann es nicht sein, dass erwachsene Leute sich darüber unterhalten, den Kindern den Spaß zu nehmen. Den Kindern den Spaß insofern zu nehmen, indem man denen die Pools verbieten will. Ich finde, soll ich das auf Deutsch sagen? Shit. Ja, wir haben diesen Pool seit 15 Jahren. Und es war noch nie ein Thema, dass der weg muss. Auch nicht vom Vorstand. Die haben gesagt, okay, baut was vor, damit man es nicht so sieht oder dass keine Kinder drankommen. Aber es war nie ein Thema, dass es weg muss. Und jetzt kam das vom Stadtverband oder von der Stadt Dortmund. Ein Pool gibt es hier nicht. Wenn ich einen Pool haben möchte, dann muss ich mich irgendwo einkaufen, wo ich einen Pool aufstellen kann. Aber in Kleingärten nicht. Und das andere ist, dass eben, wie gesagt, das Bundeskleingartengesetz auch es verbietet, solche Gebäude, im Grunde genommen sind das Baulichkeiten, weil sie mit dem Eigengewicht auf dem Boden verharren über längere Zeit. Und die sind genehmigungspflichtig und die müssen über den Stadtverband genehmigt werden und das genehmigen wir nicht. Indem ich hier einen Pool aufblase und da Wasser und Gewicht drauf mache, ist das noch keine bauliche Veränderung. Das ist zwar ein bisschen Gewicht drauf, aber ich nehme ein Messer, in einer Minute ist der Pool leer. Und dann packe ich den hier weg und dann ist das auch weg. Das ist nichts verankert. Es geht um die bauliche Veränderung, die verankert sein muss. Betonung liegt auf verankert. Ist das baulich verändert, wenn ich den im Juni aufstelle, Ende Mai, und baue den dann Anfang Oktober wieder ab oder im September, sobald es kühl ist? Es ist schon Erholung, soll sein, aber es darf keine Überhand nehmen. Und vor allen Dingen, wir haben kein freies Wirken. Es kann nicht jeder aus seinem Garten machen, was er will. Wir haben jetzt angefangen, Unterschriften zu sammeln und es sind auch schon diverse andere Kleingartenanlagen, die auch angefangen haben, Unterschriften zu sammeln, um auch zu bestätigen, dass unsere Gartenmitfreunde, die keinen Pool besitzen oder auch Gründungsmitglieder, alteingesessene Mitglieder, gar kein Problem damit haben. Und wir hoffen, dass wir damit vielleicht, wenn wir die beim Stadtverband einreichen, dass der Stadtverband vielleicht auch nochmal dann umdenkt.